Willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich bin euer Führer Bo und wir machen coolen Sprünge. So, was haben wir denn noch so hier alles? Hier hätten wir noch was hinter uns. Da haben wir noch was. Und hier haben wir noch was. Hier wäre auch noch eine Nebenquest. Wollen wir hier die Nebenquest für die Folge? Wenn wir da hinkommen. War ganz cool. Und wir sagen. Wir holen uns nicht unser Pferd hier. Zack. Ist das hier ein Römerpferd? Ich weiß es nicht. Ich wollte irgendwas sagen, jetzt habe ich schon unterbrochen. Ich habe Bike Pech gehabt. Wir sollen einen Schatz plündern. Wo ist denn hier der Schatz? Hier ist Kackhäufe. Halt schon von Vögeln, die sehr eklig aussehen. Drei Schätze sollen plündern, okay. Da wurde kein einziger Schatz angezeigt. Sehr merkwürdig. Ah, hier. Yeah. In die Richtung müssen wir, okay. Okay, achso, ich bin vor der Tempelanlage, ups. Ich würde gerade sagen, so. Was? Also sind das jetzt ganz halt zufällige Events, oder was? Oh mein Gott, ey. Dass jetzt wirklich jedes Mal so auftaucht, dann kann es ja ultra nervig werden. Weil ich jetzt diesmal erstmal hinlatschen muss. Ich natürlich nicht will, dass hier die Leute abgeschlachtet werden. 60. Okay. Das sind so immer so kleine Bosse oder was? Okay, er kann mich mit meiner Ulti grabben. Alles klar. Vielleicht mal ein bisschen mein Lebensschwert rauspacken. Damit ich noch ein bisschen Leben wieder krieg. Aua. Aua. Autsch. Und. Zack. Soll es ihm noch gegeben haben, oder? Jawohl. Und nochmal drei Steinchen bekommen. Ui. Okay. Ich habe den Leuten geholfen. Oh, warte. Wir haben jetzt wie viel? 6 Sterne. Wie viel bräuchten wir? 20. Holy shit. Wir bräuchten also jetzt allein hier schon für die ersten Stufen 120 Steine. Und wir haben 6. Um das mal klar zu werden zu lassen. Alles klar. So, hier haben wir die Tempelanlage. Ey, was das immer aus, als hätte ihr da reingepinkelt, ey. Das hätte echt ekelig. So, gucken wir, ob wir in der Richtung einen Schatz haben. Machen wir sogar. Da. Nehmen wir da noch einen und dann noch weiter hinten, ne? Jawohl. Okay, dann schauen wir mal, dass wir irgendwie die Schätze hinkriegen. Was steht tauchen vielleicht? Hm, tauchen geht hier schlecht. Komm ich hier wieder durch? Ah, hier geht's runter. Achso. Oh. Nett. Das ist echt schon krass für damalige Verhältnisse, dass die solche Dinger rausgehauen haben, die Ägypter, also Bauwerke, das ist schon. Oh, guck mal, selbst hier können wir mal Kohlenstoff. Sehr freundlich. Brauchen wir zwar nicht mehr, aber ey. Wir haben die Kohlenstoffe wieder gefunden. Cool. Vielleicht hätte ich die eigentlich dann verkaufen müssen oder so. So, da kommen wir durch. Ich will nicht das Loch dabei. Zack. Denn da ist der nächste Schatz. Ist das hier? Wo läuft's hin, Bike? Ich drücke den W nach vorne, weißt du? Der läuft die ganze Seite. Hallo? Darf ich euch mal eben beklauen? Danke. Danke, dass du keine Faxen machst. Frag mich auch so, warum lassen die sich einfach beklauen, die Leute? Auch wieder cool, dass man das hier alles angucken kann.
Der ist schon ganz matschig. Der ist matschig. So gut. Schön, dass echt noch die komplette Steuerung was. Der ist da oben drauf oder? Nee. Das ist einfach nur die Anzeige. Da ist der Schatz, den ich suche. Natürlich wird er mir jetzt nicht angezeigt. Ach. Was soll's. Ah, doch, da oben. Ist echt hier oben, oh. Sollte ich vielleicht ein bisschen klettern gehen, ne? Summer. Also die Tempel sehen echt immer sehr prunkvoll und so aus, muss man mal sagen. Also auch die ganzen Blüten und so weiter, die müssen ja auch frisch hingelegt sollen sein. Da frage ich mich allerdings auch, wer macht die weg? Gibt es extra in solchen Tempels früher Leute, die einfach nur die Blumen weggekehrt haben? Oder ist das einfach nur so eine Improvisation von Ubisoft jetzt? Ja, weil lauf durch die Flamme, ist bestimmt nicht heiß. Gut, so, damit haben wir die auch alle fertig. Und noch unsere Nebenquest. Die da unten natürlich ist. Das. Aua. War ja klar. Wollte ich sagen, das Pipiwasser können wir ja nicht springen, aber gut, dass er einfach runterspringt. Ich werde euch finden, ihr Schlangen! Und auch die Opfergaben, die ihr Amun gestohlen habt! Echt mal. Erzähl mal weiter, Mädchen. Jemand hat es gewagt, Amun zu bestehlen. Ich kann es kaum glauben, aber die Statuen der Dreiheit von Theben wurden aus dem Tempel gestohlen. Sie waren Opfergaben aus Furcht vor dem Fluch. Entweihungen sind an der Tagesordnung in dieser alten Stadt. Vielleicht kann ich Amun meine Klinge anbieten, Priesterin. Und wer bist du, dass du sein Werk tun willst? Bayek von Siva. Ein Retter aus der Oase? Dann möge Amun dein Schwert schärfen, Bayek von Siva. Alles klar. Wenn du was Neues von den Statuen Dreiheit von die Schwarzmarkthändler sind meine nächste Anlaufstelle. Okay, erreiche den geschändigten Schrein der Dreier. Das hier? Das Wasser? Nee. Der hier, oder? Hä? Eine zerbrochene Vase. Ist sie das kann auch bestimmt. Auch eine Vase, so. Haben wir hier noch was? Opfergaben. Einfache Statuen. Die dürften wohl kaum viel Geld einbringen. Warum stiehlt man sie und riskiert damit den Zorn des Verborgenen? Des Verborgenen? Ihr seid doch die Verborgenen. Ich sehe schon mal nichts mehr. Also, das muss gut verlassen. Ach mal, da ist noch was. Da hinten. Jetzt haben wir die Mauer klettern, würde ich gut behaupten. Also mehrere Sachen. Hier oben liegt auch noch was drauf, siehst du mal. Unser Dieb ist hier heruntergeklettert, bei Nacht, als der Tempel schlief. Boah, es ist über Nacht wo. Oh, ist er runtergefallen? Hat sich die Beine gebrochen? Eine beschädigte Leiter. Ein sehr tollpatschiger Dieb. Scheinbar. Mehr Blut. Anscheinend kannst du der Rache des Verborgenen nicht entkommen. Er kann nicht weit sein. Hilf mir, bitte! So hilf mir doch jemand! So. Mein Bein! Ich spüre mein Bein nicht mehr! Du wirst dir noch mehr brechen, wenn du mir den Diebstahl nicht erklärst. Ich blute hier zu Tode und du bedrohst mich? Was bist du für ein Monster? Sprich, vielleicht hole ich dann einen Priester, der dir hilft. Vielleicht? Vielleicht? Dunkelheit umgibt mich! Anubis greift nach meiner Kehle! Sprich! Schon gut. Ein Mann in schwarzer Robe. Ich treffe ihn im Viertel der Reichen, wenn ich Götzen zu verkaufen habe. Und du bist in den Tempel zurückgekehrt, um... noch mehr zu stehlen. Aber da waren keine. Und dann kam eine Gans angeflogen und stieß mich von der Leiter. Eine Bestrafung vom großen Schnatterer Amun. Nein, du willst mir doch nur Angst einjagen. Aber ich habe dir alles gesagt und jetzt hol mir Hilfe. Ach,
Hilfe! Du hast es versprochen! Warte, kannst du nochmal? Wenn die Statuen in Sicherheit sind. Vielleicht. Das, guck mal, ich bin sich überdreht. Hilfe! Du hast es versprochen! Wenn Hilfe. Die Statuen in Sicherheit sind. Zack, vielleicht. Und doch. So, da ist noch ein bisschen, nämlich noch eine Näherin. Da ich kann mal hingucken, ob wir nochmal eine neue Klamotte kriegen, vielleicht. Schön, dass du nicht durch das Fenster gehst, Spike, war ja irgendwie klar. Ist das zu viel für dich? Auch so ein bisschen wieder, ne, dass nur Frauen ihre Schneiderin sind. Naja, ist halt so früher gewesen. Ach, die Musik ist schön. Die Musik gefällt mir sehr, sehr gut. Muss ich gestehen. So. Oh ja. Was ist das? Ich weiß nicht, ob ich schnell aufklettern kann. Finde ich ganz lustig. Okay, das Viertel der Reichen ist hier. So, und dann können wir noch mal eben schnell hier hingehen. Denke ich doch mal. Hayek. Ey, da sind solche Schlitze in dem Scheißstein drin, weißt du, wo er sich locker festhalten kann. Weißt du, Mister, ich klebe an glatten Wänden, ne? Aber ich schaff das nicht, alles klar. Komm hier tauchen. Da war was. Ja, machen wir den hier. Ein paar Gegner. Ein paar Schätze. Und da hinten ist unser Ziel. Na, hier haben wir einen Schatz, ne? Okay. Ich dachte Schätze, aber es ist nur ein Schatz. Alles klar. Schon wieder so ein Fluch. Ernsthaft? Oh. Dinger werden echt lästig. Muss ich gestehen. Die werden verdammt lästig. Dass ich jetzt wirklich jetzt mal hinlatschen muss. Ich meine, jetzt allein in der Folge haben wir jetzt zwei Stück gehabt. Schon. Wir spielen 12 Minuten. Naja, ich werde euch ja beschritten. Aua. Zack. Wäre schön, wenn du den anwiesen würdest, Bayek. Pass auf den Achontas auf! Aua. Eieiei. Na, komm noch mal hier. Batsch! Aua! Aber den holen wir hier. Zack. Keine Sorge, Kinders. Theo ist da und rettet den Tag. Eieiei. Ganz schön, das sind doch zwei Schätze. Oh. Ich dachte schon. Dann lag ich doch nicht falsch. Ich muss auf jeden Fall gegen die durch Gegner ballern. Ballern, sage ich schon. Kämpfen. So. Hallo. Halt! Keinen Schritt weiter! Wie war das? Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Nein, ich treffe nix. Junge! Hallo! Wenn ihr. Hab dich auch. Alarm! Hier drüben! Ups.
Zack, meins. Ja, was passiert hier nur? Okay, danke. Wir kommen oben, wir kommen oben. Da hatte noch ein Dicker. Hey! Stirb! Stirb! Ja, ich denke mal, so auf der engen Treppe mit dem Skinny zu kämpfen ist ein bisschen kacke, aber hey. Hallo! Ich bin's, der Fio. Ich würde gerne alles plündern, was ihr habt. Danke. Was zu lesen habt ihr nicht, scheinbar. Ist ja doof. Oh, hi! Wie? Was? Hier? Da? Tot? Oh. So. Jetzt kriegen sie also was über mir, ne? Aber unter mir ist noch was. Es tut mir ja leid. Es tut mir doch leid. Ich wollte niemanden töten, aus so diesem Dir. Hallo. Ayu, okay, da, nimm mir was, noch was. Also ist ja auch nur ein Bogen. Aber wir wollen eh den Mann in Schwarz holen. Von daher. Ist uns das egal? Hier mal wieder ein bisschen, ne? Scannen. Die Krokodile? Schade, dass wir keine Krokodile sind. So, like a Sobek-Style. Lebt ihr etwa Sobek nicht, Leute? Sobek war auch der coolste von allen. So, da vorne. Wo ist dieses Zahn? Ich ehre den, der wandelt, den Aton. Okay, Hauptsache. Im Namen des einzigen Gottes. Natürlich stich erstmal so. Euer Herr ist tot, die Lappen. Das wirst du noch bereuen. Das wirst du noch bereuen, sagt er und ist tot. Tod bestätigen. Der lebende Gott erhebt sich. Aha. Die versunkene Sonne. Die Mutter verschlungen vom Feuer. Hier geht es nicht um Profit, sondern um Häresie. Was heißt Häresie? Na ja, dann der Luxor. Hm. Nee. Luxor? Das ist alles Luxor. Okay. Scheint ja ziemlich befestigt zu sein, aber wir gucken jetzt mal hier. Na, gehen wir von. Wenn wir die alle beiden hier direkt zusammen machen. Luxor machen wir als nächstes dann. So. Ja, so da. Ups. Hier sind noch Schätze und so, naja. Ja, Luxor machen wir als nächstes. Dann wahrscheinlich erstmal machen wir die Quest hier fertig. Erstmal machen wir die Quest hier fertig. Sprich mit mir, die ja nicht schon mit den Schreden. Du weißt, was dieser Fluch Theben gekostet hat. Und mich. Ich habe niemanden mehr. Ja. Ich muss aber hier. Ich muss mich durch Flüche und Gegner kämpfen, ne? Zack. Cool. Also er ist beabsichtigt gewesen von mir, ne? Oh, was gibt's denn hier Leckeres? Ein Pferd? Verdunkle den Mond. Beschmiere ihn mit dem Blut des Apis. Voller Blut und... Ah, da war die sogar drin. Weil der Gestank ist unerträglich. Böses Fleisch! Was, böses Fleisch? Sonst ist hier aber nichts. Okay. Also früh am Tempel geschlachtet, das frischeste Fleisch der Stadt. Ich habe immer noch die Leber dieses prächtigen Tieres. Schön, dass du die Leber hast. Warum hast du die Leber von dem Tier? Ach, guck mal, hier ist der. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Der haben wir unseren ersten Ort gemacht. Ich wollte eigentlich das hier machen, genau. Zack. Ganz stylisch rüber. Nice. So. Oh, hat er jetzt die Statue drin versteckt? Mach doch mal Platz. Entzünde die Mutter mit deinem Feuer. Komm, gut, ja. Geschwärzt und verbrannt, aber noch erkennbar als die große Mutter. Amun, beschütze mich. Danke, Neb. Du hast mich vor dem Zorn des Herrn von Theben bewahrt. Ja, bitteschön. Ist eine neue Waffe für mich?
Leider nicht. Schade. Was wollt ihr von mir? So, Senno. Ja, da sehe ich nur. Wahrscheinlich im Wasser, oder? Da ist noch ein Näheren. Vielleicht können wir hier noch eine Klamotte. Wir schauen mal. Da wir ja hier lang müssen, können wir das schon mal ausschließen, dann notfalls. Näheren da. Willst du Handel treiben? Nö. Ich glaube, dass du neue Klamotten hast. Was ist das jetzt hier? Ertränkt worden? Oder was soll das heißen hier? Wir haben die Statue ertränkt. Ach ja, wir haben viel zu tun in diesem DLC auf jeden Fall. Ertränke den Vater in deinen Tränen. Sag ich ja. So. Der Herr von Theben. Ein trauriger Anblick. Dass du unter Wasser reden kannst, ist auch schon cool. Die Priesterin wird die Opfergaben zurückhaben wollen. Egal in welchem Zustand. Okay, da werden wir mal nicht. Oh. Also wenn wir nicht dann laufen, aber gut, dann laufen wir doch halt dahin. Oh, erstmal an Land kommen, würde ich sagen. So. Hätten wir hier direkt noch was, was wir erledigen könnten. Ich bin einer, der. Ich will immer machen, das ist der Mektis. Da sind Nilpferde. Hallo Nilpferde, wie sieht die Kämpfe denn mit euch aus? Schön, dass ich erstmal eingeherrscht werde hier. Zwischen allen. So. Da kommt das über viel. Gut, dankeschön. Oh, mal so noch eine Bedrohung ausgeschaltet, sehr schön. So. Ja, genau. Ich hatte die Untertitel bei Assassin's Creed ausgemacht, weil die einfach so widerlich aussahen, ne? Vielleicht kann man die inzwischen mal einstellen oder so, das wäre ganz cool. Schon wieder? Wollt mich doch verarschen, oder? Ey, Junge, wir haben nicht mal eine halbe Stunde gespielt und wir haben drei von den Typen gekillt. Ey, wenn die wirklich so oft auftauchen, ist das schon extremst lästig. Warum schreit ihr AAA, wenn er hier erscheint? War sogar 49 schon. One-hit auf alle. Aber RSS. Oh, eine neue Region entdeckt das mal. Er macht dafür ordentlich Schaden. Er hat dafür auch halt nicht so viel Leben. Gott sei Dank. Aber sind das für riesen Typen, dass die so viel. Ne? Dass sie so viel Leben haben. Für Leben so zu groß sind. So. Fluch wurde gebrochen. Ich frage mich auch so, wenn ich jetzt das alles nicht machen würde. Krokodilnest. Wenn ich schon mal hier bin, dann hole ich euch noch die Raubtiere hier weg, ey. Mein Gott. Der Vieh kommt zu nichts mehr hier. Easy. So, haben wir auch. Plündern wir alles. Ja, wieder eine Menge Zeug noch. Oh, die hatten anscheinend Hunger. Die hatten anscheinend sehr viel Hunger. Krokodile. Wo bist du? Da bist du. Also viel Schaden machen die auch echt nicht mehr, die Krokodile hier. Ist noch eins. Hallo. Danke. Komm, ein Vogel. Zack. Sehr schön. Oh, guck mal, ist auch noch was. Mann. Hier wird man echt zum Plündern genötigt. Achso, wir können schreien.
Zack, 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 zack. Alles meins. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Jetzt haben wir alles. Sehr schön. Oh, hier sieht es aber irgendwie so leer aus. Vielleicht ist es erst wieder so. Naja, wir machen, wir haben zwar große Gebiete, aber es ist einfach im Grunde, es ist einfach alles nur. Hier ist auch noch eine Quest jetzt, ne? Ja, tauchen immer weitere Quests auf. Okay, wir gehen in die Quest einfach mal, laufen wieder zurück. Dann würde ich sagen, ich beende hier an der Stelle auch die Folge. Wenn ich hier zum nächsten Punkt laufe, dann machen wir halt den Rest halt. Also hier die Abgabe von den Sachen halt in der nächsten Folge. Ist halt so. Und also sehen wir uns da wieder. Haut rein. Ciao, ciao. For the crown, running for the